Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick. So they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, hunters were hot on their trail and found them. But the tiny raccoon helped the brothers escape. And got badly hurt. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their Papa Wolf. Und hiermit sage ich mal ein herzliches Willkommen zurück zu Life is Strange, zu der Episode 3. Ja. Ist der schon in Rückblick, Alter? Ah. Party! Die Musik ist komisch irgendwie. Was hörst du dir an, Alter? Kannst du den leiser drehen? Hallo? Hier wollen noch sich Leute unterhalten. Wir sind. Hä? Sind wir erst auf den Zug aufgesprungen? Hä? Bin ich jetzt. Sind wir zu Hause? Sind die ernsthaft wieder nach Hause? Hä? No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Ernsthaft, scheiße. He's so busted. Ach, so. Okay. Ist gerade ein bisschen verwirrend irgendwie, aber... I need to put on the patch I bought last week. Check mal her, ist ein Trend.
Wieso kann ich schon mein Tagebuch angucken? Hallo. Was hat er gerade bei mir gemacht? Jetzt muss ich den auch noch suchen, oder was? Of course. Like I want to play fucking hide and seek. Ja, so kann ich auch reingucken. Ja, so gucke ich auch rein. Hm? Ja, hier ist keiner drin. Hm? Wenn du so reingehst, jetzt ist keiner drin. Wollen wir hier hinten gucken. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Okay. Cooles Zimmer eigentlich. Ooh, that confiscated the playbox after that. Daniel was a total rageball. Also in Mathe ist der Kleine kein Genie. Das wollte ich eigentlich angucken. My brother's a little player. Lila loves it. Oh, süß. Kleiner Schleimer, Alter. Aber cooles Zimmer, muss man sagen. Aber ernsthaft, muss ich das wirklich suchen, Alter? Das kann lange dauern. Okay, hier kann ich nichts machen. Maybe he's invisible now? Hm? Nein. Oh, no time for this. Where are you? Machen wir uns mal frisch, geht das? Nope. Warum sind wir jetzt eigentlich hier? Hm. Whoa, hold on. Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurt! Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Ja, sei was schön, wenn du zu reinkommst. Do you hear me, Daniel? You shall not enter your brother's room. Watch out, man! Uh-oh. You started it, dickhead! What is this crap? Are you fighting again? Tired of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Now! He started it! He always gets mad! He's totally lying! You little- Enough! You both better listen because I'm tired of this crap, okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. Was ist das jetzt gerade gewesen? Ich wurde gerade entscheiden. Are working my last nerve this week. You okay, mijo? Hä? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom ich and no games. Reden, hä? Er macht die Scheiße und ich bin wieder dran. Let's talk. Now. This is so stupid. Wow. It's bullshit. Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hm? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up. You need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That
little shit is just a kid. You're almost an adult. I know that. And I do look out for him, I swear. But he's a little brat. So were you. And you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay, I hear you. I'll try to be super, bro. Just try to be there for him, like you are now. Says mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you. Both of you. Okay. Get back to work. Babysitter. Ernsthaft? Der ist 9, der kann sich selber eigentlich um sich kümmern. Ich habe mal selber meine eigene Freizeit, ich will selber was machen. Also, da kann der kleine Hosenscheißer selber eigentlich. Ja. Jetzt muss ich mich dafür entschuldigen, weil ich in den Kopfnuss gegeben habe. Oder wir sagen hier. Und er kommt ins Zimmer rein und nimmt irgendwas mit. Ey. Typisch. Can I come in? It's the big bad brother. No! Stay out! Oh, jetzt zieht der Kleine hier rum, Alter, wie ein Mädel. Get out! Whatever! I'm not listening. La 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 la. Don't hear anything. La la la. Oh, das sind die besten Zicken forever. Warum ist es hier eigentlich blau gerade, das eine da? Überzeugen. Hä? Whoa. Don't know who drew this, but it's totally rad. Hey, Daniel. Why are you pouting? A young space warrior should never pout. We need to stand strong against the enemy. Come on, man. I'm running out of punchlines here. Leave me alone. Aber zuhören muss er trotzdem. And don't touch my stuff. Ja, ich soll deine Sachen nicht antatschen, aber du kommst in mein Zimmer und touchst mein Zeug. Meine Güte. Oh, you kept this guy. We got him from that creepy circus, remember? You wanted him so bad. Got him for you shooting at that freaking target. Yeah, right. Dad aimed the gun. So what? You still won. Because of me. Why are you still here? Weil ich leider mit dir reden muss. Weil ich ein Babysitter bin. Sean, I'm gonna tell on you. I mean... Nö, ich verpiss mich nie. Hey. That's cool. Did you make it? Be careful. Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down. So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself, since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi.
I don't want to grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one at the thrift store last week, but you forgot, like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! I'll keep it forever and ever. Anstrengend, kleine Kinder. Alter, da wurde ich eine kleine Zicke, Alter. Ja klar, da muss man berechnen, Sean ist älter als er und hat andere Interessen als kleinen Babysitter zu spielen und gut, jedes Mal Gucci Gucci Gu machen. Ist klar, und jetzt ist es ja anders irgendwie. Guten Hunger. Lass du schmecken. ja. Alter. Also der Hund hat der großen Hunger. Wo haben die aber immer einen Hund her? So, als erstes mal reingucken. Können wir reingucken jetzt? Haha. Das kennen wir noch. Okay. Was sind da die ersten? Das ist wirklich die Frage, ob er wirklich was gesehen hat und warum er weggerannt ist, eigentlich. Naja, okay. Ja, das Bild erinnere ich mich auch noch. Eigentlich wollte ich für ihn Uwes reinmalen, aber ich konnte nichts malen. Ich ging nie. Ich weiß nicht warum. Oh ja, da muss wirklich lernen, mal die Gusche bei sowas zu halten. Oh, das glaube ich. Das ist vermisst. Hallo Weihnachten. Ja, das war wirklich ein schönes Weihnachtsfest, was die eigentlich hatten. Null schönes Weihnachtsfest. Ja, eigentlich, warum gibt er mir eigentlich die Schuld? Er hätte eigentlich komplett eigentlich gar nicht die Fähigkeit normalerweise nicht mal einsetzen sollen. Er kennt eigentlich die Regeln. Deswegen, klar, ihn hätte was passieren können, wo er runtergeflogen wäre. Aber er kennt die Regeln normalerweise. Das, er hätte es eigentlich komplett gar nicht machen sollen.
Ja, ist klar. Huch. 12.12.16. Der Schnee ist weg. Was bedeutet es? Wird Zeit für uns zu gehen. Willkommen in Kalifornien. Kalifornien, wir kommen. Ah, nice. Sind sie endlich in Kalifornien angekommen, mal. Oh. Kleiner Wolf. Okay. Alles klar, was das für eine Hackfresse. Okay. Also sind die eigentlich zu arbeiten? Irgendwie? Alles ein bisschen. Alter, was hat der gezeigt in der kurzen Zeit? Das waren nur ein paar Monate. Daniels Rucksack. Ja, ist nichts Besonderes. Sehen wir hier. Brodys Brief. Das. Habe ich nicht mit irgendwas mit $4 aufgehört? Es hat sich irgendwie mega verdoppelt, aber extrem. Ich will nicht wissen, was die machen. We used to have big rooms. Now all our stuff fits in a Oh. bag. Wie Trüffel noch dran ist. Daniels. Oh. Guess he doesn't care about it anymore. Oh. Man. Beaver Creek feels so far away. Wenn man in den Rucksack reinguckt, ist da eine Decke und noch so ein Jojo. Das Jojo ist da. Wo ist die Decke und der Ka Tanzaffen? So, ja. Gehen wir mal raus hier. Ziehen uns mal an. Und zack. Und. Ach, die Schürchen sind draußen. Ah, muss es ja sein. Hey, Bedhead. Had a good sleep? Oh. Hi, yeah, I did. Thanks. Nice. Okay. I better hit the shower before they use all the water. Right. See you around. Hey, Sean. Breakfast time. No more fog. Sweet. Must have coffee.
Yeah. Like you don't get pet enough around here. It's nice to sit here together at night. Like we're a part of something. Das Beste ist, okay. Wenn Life is Strange das malen. Achso, hier oben auch noch. I've looked enough. Time to draw now. Ja, jetzt noch die Fahnen einbauten. Wie immer. Das weißt du. Pretty good. But I can add more details if I want. Naja, wenigstens etwas Schönes gemalt. Haha. So, was gibt's hier? Wer ist hier? Okay. Ich dachte, ich nie wissen, was das ist. Funny how I like being out in the forest now. I actually feel. Was macht denn der Hund da? Der Hund ist komisch. Gibt's jetzt hier Frühstück? Ich hab Hunger. Creeps me out. I don't know what's inside. Like that movie. The sun has saved us. Ach, Kaffee. What? You hear that? I heard nothing. Habt ihr auch Milch da? Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear? Only me. I don't understand. Oh, der Hund ist ja nervig. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. Wait. Do you mean cops? Like coming to bust us? Sean, the motherfuckers is gonna shut down all the farms. Make room for Big Pharma. You'll see. No way Big Boss can pay them off. It ain't gonna happen. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. Same here. Plus, this was a steady gig. Don't want to hit the road yet. Daniel won't either. Don't puss out at the narc show. Merrill takes care of his peeps. Yeah, he's a major dick. But fair. He always puts us to work every season. Some of us.